einer irgendwie absehbaren Zeit dafür gesorgt wird, dass wir ein Zweikammersystem in Europa haben. Der Rat der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament. Und dass der Kommissionspräsident, siehe vielleicht auch, der Ratspräsident in direkter Wahl ermittelt werden soll. Das wird nicht zu meinen Lebzeiten als Kommissionspräsident möglich sein. Aber das ist die Langzeitperspektive, die meine ist. Aber das ist nicht das Thema unserer heutigen Erörterungen gewesen. Wir haben uns mit einigen Fragen beschäftigt, die der Ratspräsident, mein Freund Donald Tusk, auf die Tagesordnung des 23. Februar gesetzt hat. Und diese Fragen, die er erörtern möchte, neben den Finanzperspektiven, über die Herr Oettinger berichten wird, betrifft das Thema Spitzenkandidat und die Folgen. Wir sind heute übereingekommen, dass wir an der Erfahrung, die wir 2014 gemacht haben, indem ich Spitzenkandidat meiner Parteifamilie sein durfte, festhalten wollen. Es macht Sinn, dass die Menschen wissen, wenn sie zur Wahl gehen, wer Kommissionspräsident würde, falls sie die Partei eines bestimmten Spitzenkandidaten zur stärksten Kraft im Europäischen Parlament machen würden. Ich habe mich mit dieser Frage schwerer getan, als viele denken, weil ich war ja das Versuchskarnickel 2014 und dieses Karnickel ist nicht ohne Schmerzzufügung durch die europäische Landschaft gegangen, gegeistert und getrieben worden. Aufgrund dieser Erfahrung bin ich nachdrücklich der Auffassung, dass die politischen Familien, die sich für die Spitzenkandidatur aussprechen, ihren Spitzenkandidaten frühestmöglich ernennen sollten, noch vor Ende dieses Jahres. Ich wurde Spitzenkandidat meiner Partei im März 2014 und ich hatte genau 6 Wochen, um 20 Länder zu bereisen. Ich hatte nicht die Zeit, alle 28 Mitgliedstaaten zu bereisen. Mal angenommen, alle hätten mich einladen wollen, was nicht der Fall war, weil mich hat keine Einladung aus Großbritannien erreicht. Was auch dazu geführt hat, dass Herr Cameron nicht wirklich wusste, was ich dächte. Und deshalb hat er sich gegen meine Kandidatur ausgesprochen. Hätte ich in Großbritannien, aber da gibt es keine christdemokratische Partei, eine Kampagne führen können, hätte ich gesagt, that we want to be big on big issues. Und genau das haben wir gemacht, sodass der größte Anhänger, den ich im Europäischen Rat in den ersten Monaten meiner Präsidentschaft erleben durfte, Herr Cameron war. Und er hätte sich eigentlich mehrfach dafür entschuldigen müssen, dass er meine Kandidatur nicht unterstützt hat. Weil wir haben genau das gemacht, was ich in 20 Ländern erklärt hatte. So schnell wie möglich einen Spitzenkandidaten zu benennen, ist wichtig, weil mit der Spitzenkandidatur verbindet sich die Aufforderung an die Spitzenkandidaten selbst und die Anforderung an andere, das Thema Europa zu besetzen, damit der Europawahlkampf nicht ein nationaler Wahlkampf bis wird. Oder aber, weil wir verhindern möchten, dass über Europa eigentlich überhaupt nicht geredet wird. Spitzenkandidaturen sind auch deshalb wichtig, weil sie zu einer Debattenbereicherung beitragen können. Das ist 2014 in ungenügendem Maße passiert. Wir hatten Debatten auf mehreren Fernsehkanälen, niemand hat zugeschaut. Nur in Österreich, Deutschland, Frankreich und sonst wo gab es Spitzengespräche zwischen Herrn Schulz, den ich von hier aus mit Freundschaft grüßen möchte, und mir gegeben. Das muss sich ändern, weil es geht um Europa bei der nächsten Europawahl und deshalb muss Europa auch im Zentrum der Wahlauseinandersetzung, eigentlich im Zentrum des Wahlwettbewerbes stehen. Und deshalb bin ich nachdrücklich der Auffassung, dass wir an der Einrichtung des Spitzenkandidaten festhalten sollten. Gibt es einen Automatismus zwischen
der Frage Spitzenkandidat gewählt von der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat. Diesen Automatismus gibt es nicht. Der Kommissionspräsident braucht eine Wahl durch den Europäischen Rat und er braucht eine Wahl durch das Europäische Parlament. Der Spitzenkandidat, dann der zukünftige Kommissionspräsident, hat eine doppelte Legitimität, ausgedrückt durch das Votum des Europäischen Rates und das entsprechende Votum des Europäischen Parlaments. Es hat diesen Automatismus auch 2014 nicht gegeben, weil im Europäischen Rat nach erfolgter Wahl gab es doch eigentlich erhebliche Widerstände gegen die Idee, dass es diesen Automatismus geben würde. Ich habe mich damals sehr darum bemüht, nach der Zustimmung des Europäischen Rates auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu erhalten. Ich habe mit allen Fraktionen gesprochen, mit Ausnahme der extremen Rechte, mit denen spreche ich nämlich nicht, und habe mich beworben für ein positives Votum des Europäischen Parlaments. Das ist letztendlich gelungen, auch aufgrund der 10 Prioritäten, die ich bei meiner Bewerbungsrede im Juli 2014 im Parlament vorgestellt hatte. Also, ich bin dafür, dass es auch 2019 Spitzenkandidaturen gibt. Ich bin dafür, dass es lebendige Debatten in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zwischen allen Spitzenkandidaten gibt. Und ich bin dafür, dass man weiß, dass es keinen Automatismus geben kann. Gäbe es diesen Automatismus einfach so, dann wäre ich ja immer noch Premierminister in Luxemburg. Weil ich hatte die meisten Einzelstimmen, meine Partei hatte die Wahlen, obwohl mit Einbußen gewonnen, aber trotzdem sind andere an die Hebel der Macht, soweit es Machthebel in Luxemburg gibt, gelangt. So ist das auch in Europa. Man braucht eine Mehrheit im Rat und man braucht eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Und so wird dies auch hoffentlich nächstes Mal sein. Es stellt sich die Frage, ob es länderübergreifende transnationale Wahllisten geben soll. Ich habe am 13. September anlässlich meiner Rede zur Lage der Union dargestellt, dass ich Sympathie hege für diese Idee. Aber mein Eindruck ist, dass man selbstverständlich diese Idee weiterverfolgen muss. Aber nach dem Votum des Europäischen Parlaments sehe ich nicht, dass man dies für 2019 bewirken könnte. Im Übrigen täte man dies, bräuchte es der Ratifizierung durch 27 Mitgliedstaaten angesichts der Kürze der Zeit, ist nicht zu erwarten, selbst wenn man sich darauf verständigen würde, dass dies passieren könnte. Aber ich hätte gerne auch von einigen Regierungschefs dieser Idee anhängen, dass diese Überlegung trotzdem auf der europäischen Tagesordnung bleibt, obwohl ich realistischerweise eingestehen muss, dass das nächstes Mal 2019 nicht der Fall sein wird. Et puis nous avons discuté, entre nous, de la composition de la Commission. Vous vous rappelez peut-être qu'à plusieurs reprises, traité après traité, les États membres avaient pensé qu'il serait utile de réduire le nombre des commissaires. Et puis, après le premier référendum irlandais et avant le deuxième référendum irlandais, le Conseil européen a décidé de maintenir les choses en l'état, tout en précisant dans une décision du Conseil que cette question mériterait réconsidération avant 2019. Les États membres ont dit, voilà, en 2014, les choses resteront en l'état, mais pour la Commission qui va suivre la nôtre, il faudra revenir à cette question. Que les États membres se rappellent de cette disposition qui fut la leur et qu'ils agissent en conséquence. Les avis sur cette question entre les commissaires, évidemment, sont partagés. Tous ceux qui sont commissaires disaient ce matin, ce qui est compréhensible, qu'autrefois, avant qu'ils étaient membres de la Commission, ils pensaient qu'il serait utile de réduire le nombre des commissaires. Aujourd'hui, ils pensent qu'il serait utile que chaque État membre puisse disposer d'un commissaire, ne fût-ce que pour permettre au Collège, à la Commission, d'expliquer la politique de la Commission dans tous les États membres.
ce qui fut fait à ma demande, puisque les commissaires circulent, ils ne restent pas bloqués au Berlaymont, qui est un endroit difficile à vivre pour le reste, mais qu'ils expliquent les politiques de la commission. Comme j'avais pensé au début du mandat qu'il serait très difficile d'attribuer à chacun des 28 commissaires un portefeuille distingué, séparé, bien ameublé, j'ai inventé le système du premier vice-président et des autres vice-présidents qui n'ont pas de compétences directes sur les pour ce qui est des directions générales, chargés de coordonner les travaux de la commission. Ce fut une expérience, je crois, utile. Mais il n'est pas évident que la prochaine commission sera structurée de la même façon et donc il faudra que tout le monde réfléchisse à la question de savoir si oui ou non il faut réduire, réaménager le nombre des commissaires. Comme nous avons dit depuis le début de notre mandat qu'il faudrait que la commission soit à la hauteur de sa charge, et donc devrait se concentrer sur les grandes choses et non pas sur les petites choses qui sont très souvent des emmerdes pour les citoyens, il est évident que le nombre et l'intensité des compétences exercées par la Commission vont en se corrigeant vers le bas, puisque nous voulons nous concentrer sur les grandes affaires européennes. Et donc, il y a là matière à réflexion. La Commission soumet la question, mais ne fournit aucune réponse, puisque la réponse doit avoir pour origine les gouvernements et les chefs d'État de ceux-là. I was proposing, when addressing the Parliament in September 14, to merge the positions of the President of the European Council and the President of the European Commission. My predecessor, José Manuel Barroso, expressed the same view by the end of his mandate. I do think it would be useful to do that, but it cannot be done before the 2019 elections, because this is would be meaning that we are asking too much from member states. But it would make sense. Why is the European Union, with all the nuances, working well as it does? Because the President of the European Council, my friend Donald Tusk, and myself, we have a good understanding. Let's suppose for one second that the two presidents would live in an open conflict. The result would be disastrous. The President of the European Council would fix the agenda as he does now, and the President of the European Commission would refuse to deliver, would refuse to make proposals according to the agenda fixed by the President of the European Council. It would be a nightmare, and I don't want this nightmare to happen. It doesn't happen now because we are in ongoing consultations when it comes to these issues, but having seen what I have seen in a long political life, including the European period of that, I would like to exclude this for the future, but it cannot be done next time, although the treaty provides disposals allowing this to be done. Et puis, nous nous sommes mis d'accord, mais enfin, ce fut un débat qui n'a pas pris beaucoup de temps, sur la nécessité qu'il y a de mieux impliquer les citoyens européens dans le débat européen. Vous vous souviendrez que j'ai proposé en mars 2017, je crois, dans ce qui est convenu d'appeler le livre blanc, les 5 scénarii permettant de mieux voir l'Europe évoluer dans un sens ordonné. Nous voudrions que les citoyens européens prennent intérêt à la chose, raison pour laquelle nous avons organisé les dialogues citoyens. Jusqu'à ce jour, la Commission a procédé à 450 dialogues citoyens. Nous en avons prévu 500 dialogues citoyens de plus d'ici la date des élections européennes. Et donc, nous sommes partants pour accompagner M. Macron dans son souhait d'approfondir
entre gouvernement, commission, parlementaire européen, parlement national, le dialogue avec les citoyens. Voilà quelques remarques, mesdames, messieurs, que je voulais faire à l'ingré de cette conférence de presse, laissant au soin de Günther Oettinger de vous expliquer ce qui peut paraître plus important que les questions institutionnelles, c'est-à-dire les perspectives financières, dont je voudrais dire que, oui, il faudra que les États membres se ressaisissent. Il y a une unanimité au Conseil, les uns disant « nous ne voulons pas payer plus », tout en mentionnant les priorités futures, et les autres disant « nous ne voulons pas recevoir moins ». C'est une équation typiquement politique, puisqu'elle ne réussira pas. L'Union européenne est devenue à ce point multistratificationnelle et à mille feuilles qu'on a parfois du mal à distinguer les différentes idées les unes des autres. Lorsque j'étais jeune, il y avait 10 États membres. Lorsque nous étions en réunion, un type frappait à la porte et disait « Qui veut du café ?» Il y avait 8 ministres qui disaient « Moi » et 2 qui restaient à sec. Aujourd'hui, si le même gars revenait, ils sont tous en pension d'ailleurs, ceux qui étaient là à l'époque, « Qui veut du café ?» Il y a un cœur à voix multiple. Les uns disant du café, les autres disant du café au lait, les troisièmes disant du espresso, les autres disant un double espresso, les autres disant un café sans lait, les autres disant un verre d'eau, les autres disant de la limonade, du coca. C'est l'Europe d'aujourd'hui. Beaucoup de souhaits, peu de convictions. Commissioner. No, but I would like to take some questions. Yes, because I have. I instructed you to take some questions before I'm leaving. Okay. Let's start then. I would like to concentrate on the issues first of the college. Let's start with Jim here on the right. Yes, please. Hi, Mehreen Khan from the Financial Times. On the Spitzenkandidaten, can I ask how you feel about backing a process which doesn't seem to have the support of one of the most pro-European heads of state of government, which is Emmanuel Macron, who again has said yesterday that he's not in favour of having a system which does not respect the separation of powers in Europe? I was explaining the position of the Commission, and this position is neutral when it comes to other voices in the European Union. When we started this experiment of the Spitzenkandidat, there was not an overwhelming sympathy for that idea, but nevertheless it happened. So we are in close debates with Emmanuel Macron. I was his guest the Saturday before last Saturday. We discussed this. Others are of different opinion, namely and mainly the European Parliament, who made it very clear that they will not vote in favor of a candidate who would not have been a lead candidate. And adding to that, I have to say, as this is a matter of transparency, all those running for a mandate of the European Parliament, they have to declare well before the European elections to what group they would belong in case they would be elected. Citizens don't like to vote for black cats. Obwohl ich ein Schwarzer bin, sage ich das. Okay, then I had Tom here in the front. Deux questions, si vous permettez. D'abord, qu'est-ce qu'il arrive avec le droit d'initiative de la Commission si vous fusionnez là les deux présidents? Parce que le président de la Commission serait plus lié aux décisions du Conseil, je suppose. Et la deuxième question, vos propositions d'aujourd'hui, ça serait faire comment dans le scénario de vos 5 scénarios de réforme là? Tout d'abord, à moins de vous avoir mal compris, ce qui arrive, le président de la Commission ne dépend pas uniquement du Conseil européen. Il ne dépend de personne. Il a une double légitimité, en fait une triple. Tête de liste du parti
le mieux élu, proposition et nomination par le Conseil européen, proposition et nomination et élection par le Parlement européen. Vous n'avez pas oublié que le traité dit, le traité de Lisbonne, que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen. Donc il n'est pas, bien que certains le prétendent, un bureaucrate anonyme, un putschiste qui aurait forcé les portes du Parlement. Il est élu, doublement, triplement élu par les peuples d'Europe, par les électeurs, par le Conseil européen et par le Parlement européen. J'avais dit au début de notre mandat que je ne serais ni l'esclave des uns, ni le serviteur des autres. Vous aurez remarqué que même les plus fins esprits parmi vous n'écrivent plus que la Commission et le secrétariat du Conseil. C'est une phrase qui a disparu, et à juste titre, de tous vos éditoriaux. Je ne peux que vous féliciter de la perception aiguë que vous avez développée à cet égard. Pour ce qui est de la question du Spitzenkandidat, c'est une décision qui, évidemment, appartient aux partis politiques. Ils doivent décider si oui ou non ils veulent organiser le rendez-vous avec le suffrage universel sous cette forme-là. Comme il n'y a pas d'automatisme, je ne vois pas le Conseil européen s'y opposer. Ceux qui n'aiment pas l'idée, n'aiment pas l'idée qu'il y aurait un automatisme, ce qui est compréhensible vu la composition multiple des institutions européennes. Et la Commission ne va pas prendre une initiative en bonne et due forme sur la question président du Conseil, président de la Commission. Je crois que c'est une décision qui relève d'autres instances politiques que la seule Commission, mais je voulais répéter devant vous, comme je l'ai fait devant le Parlement européen, que telle est mon idée. Oui, j'avais par la suite à droite Jean Quatremer, qui se trouve à la droite. Ça arrive. Deux questions, si vous permettez. Première chose, je voudrais avoir un commentaire de Jean-Claude Juncker sur le vote de sa famille politique, le Parti populaire européen, qui, il y a une semaine, a joint ses voix à tous les europhobes et tous les eurosceptiques du Parlement européen, y compris l'extrême droite la plus dure, pour rejeter les listes transnationales. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que ce vote montre qu'il y a une absence d'appétence totale pour une réforme de l'Union européenne? Là, il s'agissait de 25 députés sur 751, c'est-à-dire la réformette de la réformette de la réformette. Est-ce qu'on ne peut pas penser que votre famille politique, celle dont vous êtes issu, ne veut plus de réforme de l'Union européenne, ne veut plus d'approfondissement de l'Union européenne? Merci. Tout d'abord, j'avais exprimé devant le Parlement, en date du 13 septembre de l'année écoulée, ma sympathie pour l'idée des listes transnationales. Le groupe parlementaire du PPE n'a pas suivi cette proposition et cette réflexion sage. Je ne peux que regretter une absence de volonté d'aller plus loin. C'est l'affaire du groupe parlementaire du PPE. PPE qui, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, sinon vous l'écrirez, est le seul parti qui, dans ses statuts, prévoit l'installation d'une tête de liste. D'autres partis qui veulent aller plus loin n'ont pas eu cette sagesse anticipative. Ta deuxième question était, joindre les voix du PPE à l'extrême droite. Non, c'est plutôt l'inverse. L'extrême droite, parfois, joint ses voix au PPE. Ce qui ne m'amène pas à confondre les gens. Je reste violemment opposé à l'avancée de l'extrême droite en Europe. Je la combattrai toujours et à chaque instant. Et sur l'appétence, sur la réforme, il y a d'autres réformes que celles qui a trait aux listes transnationales. Enfin, nous avons introduit auprès du co-législateur 84% des propositions
que nous avons initialement prévues. Certaines ont été votées, d'autres non. Non, je ne vois pas le Parlement européen ou la Commission se réfugier dans un immobilisme que je regretterais. Daniel Prosler, there, on the left, up. Ja, Daniel Prosler, Süddeutsche Zeitung. Herr Präsident, Sie haben hier. Sie haben sich unzufrieden geäußert über den europapolitischen Gehalt des Wahlkampfes 2014. Was ist Ihr Wunsch an die Spitzenkandidaten der nächsten Wahlkampagne? Wie müssen die beschaffen sein? Was ist Ihre Empfehlung an Ihre eigene Parteienfamilie? Müssen das frühere Regierungschefs sein? Müssen die bestimmte Sprachkenntnisse haben? Was müssen die mitbringen? Und eine zweite kleine Frage, wenn ich darf, verlieren Sie langsam die Geduld mit Ihren Freunden in Deutschland? Sind Sie in Sorge? Denke ich an Deutschland bei Nacht, werde ich nicht um den Schlaf gebracht. Ich glaube, die deutsche Demokratie bewegt sich nach dem schwierigst zu interpretierenden Wahlergebnis in eine Richtung, die sicherstellt, dass es demnächst eine handlungsfähige deutsche Bundesregierung geben wird. Und das kann ich nur begrüßen, wie ich auch gesondert und besonders begrüßen möchte, den Inhalt des europapolitischen Einführungskapitels des Koalitionsvertrages, der passt mir sehr gut. Und deshalb mache ich mir da keine übertriebenen Sorgen. Wenn ich nicht erklärt hätte, in tempore non suspecto, dass ich nicht noch einmal antreten würde, um Kommissionspräsident zu werden, hätte ich Ihre Frage nach der Beschaffenheit der Spitzenkandidaten mit Hinweis auf meine reichhaltige Persönlichkeit beantworten können. Weil ich aber nicht zur Verfügung stehe, würde ich dies gerne den Beratungen meiner Partei, Parteienfamilie, eine richtige Partei ist ja, es gibt ja keine richtige europäische Partei, würde ich der Parteienfamilie das überlassen. Aber es hat sich herausgestellt, dass frühere Premierminister, waren sie denn lange genug Premierminister, fast alle Voraussetzungen mit sich bringen, um diesen Job des Kommissionspräsidenten zur Zufriedenheit der meisten erledigen zu können. Aber das ist kein Hinweis auf das von mir angedachte oder erwünschte Profil des nächsten Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei. Noch zwei Fragen und dann. Okay, Kasia here on the right, and then we have to release the president to welcome the question. Oui, Kasia Szymańska de la radio polonaise RMF FM. J'ai une question qui va certainement plus développer après M. Oettinger, mais est-ce que le lien entre article 2 et le budget ne va pas punir la société et les régions? Et deuxième question, comment vous analysez le dialogue avec la Pologne? Est-ce que c'est seulement le changement de visage, changement de l'ambiance, de l'atmosphère, ou c'est vraiment, il y a déjà des concrets? Quelle est votre position? La première question, je la laisserai aux soins de M. Oettinger. La deuxième question, qui a trait directement à nos relations avec la Pologne, je voulais dire que le vice-président Timmermans a vu le ministre polonais il y a quelques jours. Moi, j'avais eu l'occasion de m'entretenir assez longuement avec le premier ministre polonais, le nouveau. Nous restons en dialogue permanent et je crois qu'il y a de bonnes chances pour voir les positions polonaises évoluer vers les nôtres et voir évoluer nos positions, bien que plus timidement, envers les positions polonaises. And the last question would be, yes, President, you want? Susanna? Last question? I said Ruth. Ah, sorry, Ruth, sorry. I was told that I am in the least. Yes. We have an Iberian also at the end. Yes. Ja, danke schön. Die Fraktionen im Europaparlament, und das wird vom französischen Präsidenten beklagt, sind ja sehr heterogen, auch was ihre Haltung zu Europa anbetrifft. Das gilt auch für Ihre parteipolitische Familie, Herr Präsident. Beispielsweise die ungarischen Mitglieder der PPE-Fraktion. Daraus entsteht nun die Idee in Frankreich, eine neue proeuropäische Gruppe, der sich alle, die wirklich für Europa kämpfen, anschließen können, zu schaffen. Was halten Sie von dieser Idee?
Ich kann nicht erkennen, dass die EVP eine nicht proeuropäische Partei wäre. Wenn Sie das Abstimmungsergebnis über lange Zeit vergleichen zwischen EVP und anderen politischen Gruppierungen, werden Sie feststellen, dass dem Abstimmungsverhalten der EVP eine innere Kohärenz und Kohärenz innewohnt, um die andere Fraktionen, die EVP-Fraktion, beneidet. Im Übrigen, seit ich Kommissionspräsident bin, fühle ich mich nicht vor allem als Mitglied der EVP. Ich arbeite mit allen Fraktionen im Europäischen Parlament gut zusammen, mit Ausnahme der extremen Rechten. Das ist halt nicht meine Tasse Kaffee oder Tasse Tee, das ist jedenfalls nicht genießbar. Ich arbeite mit allen Regierungen, unabhängig von ihrer internen Zusammensetzung gut zusammen. Ich bin nicht der Kommissionspräsident der EVP, sondern ich war Spitzenkandidat der EVP. Ich bitte, diesen feinen Unterschied täglich zu beachten und zu beobachten. Question ibérique, Président. Oui. Ah, ici. Oui. Merci. Susana Freixas, SIC Portugal. Actually, my question is on the MFF. You didn't speak much, but this is something important, because you last week at the European Parliament, you were saying that you were against hard cuts on the cohesion policy and structural funds. I would like to know your opinion. Do you think these cuts are somehow inevitable, first of all? And how do you explain this to farmers and citizens from the so-called cohesion funds? Should they be worried about this? Thank you. I am a friend of the cohesion policy. I was fighting for the first Delors package. I was a minister of budget in the late 80s, so I'm in favor of a well-organized cohesion policy. But there too, but Günther will explain this in detail, we have to take into consideration the added value of what can be done under the headline of cohesion policy. I think that we do have to operate cuts in the field of common agricultural policy and in the field of cohesion policy if we want to meet all the new priorities we have to meet. But I'm not in favor of brutal cuts. Okay. Thanks. Yeah. Swiss question? No. The only Luxembourg in the room. Ah, okay. Ah, there is no Luxembourg. Yeah, okay. Alle, eng froh. Yeah, okay. We found you. Yeah. We found you. Matt. Ja, auf Deutsch, Herr Juncker, Sie haben von, hier bin ich. Sie haben von Automatismus geredet, was die Spitzenkandidaturprozedur angeht. Mich würde interessieren, was heißt denn das, wenn es keinen Automatismus gibt? Ist es denn dann auch denkbar, dass jemand Kommissionspräsident wird, der vorher nicht Spitzenkandidat war? Danke. Ich hielte dies für nicht klug, aber der Kommissionspräsident braucht eine qualifizierte Mehrheit im Rat und er braucht die Mehrheit im Europäischen Parlament und beides muss er sich tugendhaft bewerben. Ich danke. Ja, hast du noch Zeit, Günther? Ja. President, one more. Yeah, but I don't have one. One more. Let's take a Swiss question. Yeah. Round up the panorama. Sebastian. Sebastian Ramsbeck from Swiss Television. A question in German, if I may. Im November, Herr Präsident, haben Sie den Rahmenvertrag, den Sie mit der Schweiz aushandeln, als Freundschaftsvertrag bezeichnet. Im Dezember, dann völlig unerwartet und überraschend, haben Sie begonnen, massiven politischen Druck gegen die Schweiz aufzubauen, indem Sie die Anerkennung der Schweizer Börse auf ein Jahr befristet haben. Die Schweizer Präsidentin damals, Doris Leuthard, hat gesagt, ihr Vorgehen sei inakzeptabel und diskriminierend. Ist das die Art und Weise, die Kommission mit Freunden umgeht? Dankeschön. Ich könnte die Frage auch in umgekehrter Richtung an mich selbst stellen. Ich habe 8-mal mit den schweizerischen Bundespräsidenten seit Amtsbeginn geredet
und habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir diesen interinstitutionellen Rahmenvertrag brauchen. Der wurde mir mehrfach versprochen, der ist nicht zustande gekommen. Ich bleibe aber trotzdem ein Freund der Schweiz, obwohl ich in meinem Urlaub festgestellt habe, wann immer ich schweizerischen Eidgenossen begegnete, dass die doch ein getrübtes Bild über die Tiefe meiner Persönlichkeit haben. Und das sage ich deshalb, weil ich denke, dass die schweizerische Regierung und auch die schweizerische Presse ein Bild von mir entworfen hat, das in keinerlei Weise der Wirklichkeit entspricht. Yes. Whom do you prefer? Ja, ja. Simon. All of us. It's in Valentine. Huh? I love you all. I have a May I? Big love for all. Mr. President, Boris Johnson, he's a foreign secretary of a country not very far across the channel. He said this morning that you're building a European superstate, and that's why the people of Britain voted to leave. What do you say to that? I gave an answer to this for years now. Some in the British political society are against the truth, pretending that I'm a stupid, stubborn federalist, that I'm in favor of a European superstate. I'm strictly against a European superstate. We are not the United States of America. We are the European Union, which is a rich body because we have these 27, 28 nations. The European Union cannot be built against the European nations. So this is total nonsense. Yeah. My Italian friend. Ivo Caizzi del Corriere della Sera. If I may, in Italian, that I know that you almost understand when you can. Signor Juncker, lei ha detto che nelle ultime elezioni lei è stato lo Spitzkandidaten per il Partito Popolare Europeo. In Italia nessuno sapeva che lei fosse il candidato del Partito Popolare Europeo. Chi votava per il partito di centrodestra che aderisce al Partito Popolare Europeo votava per il signor Berlusconi. Come è stato possibile che c'è stato questo blackout, diciamo, questo buco di comunicazione in un intero paese? E che in ogni caso è un paese di 60 milioni di persone, oppure ci spiega lei che tipo di attività ha fatto per far sapere agli italiani che lei era candidato per conto del Partito Popolare Europeo alla Commissione anche in Italia? Vous me dites que personne ne savait que j'étais la tête liste du PPE, et à vous lire, vous rappelez toujours que j'étais la tête liste du PPE, donc vos lecteurs apprennent avec un certain retard sur les événements l'identité de celui qui fut tête liste du PPE. J'ai fait campagne dans beaucoup de pays, y compris à Florence d'ailleurs, où les gens m'ont reconnu dans la rue. Et même aujourd'hui, je peux circuler sans être insulté dans les rues de Florence ou de Palerme ou d'ailleurs, parce que je reçois beaucoup de courriers de l'Italie qui ne lisent pas ceux qui m'écrivent votre journal plus particulièrement, mais qui ont une certaine idée de ce que peut représenter l'actuel président de la Commission. Je vous avais dit que nous avons eu des débats entre les têtes-listes, notamment à Florence. Enfin, j'ai fait une deuxième visite à Florence, qui a été retransmise par la RAI. Ou est-ce que ce débat ne fut pas retransmis par la RAI? C'était la RAI. C'était la RAI. Donc, j'invite les Italiens à lire et à moins regarder. President, une toute dernière. A Greek question? Why? I don't know. We exhausted yeah. the okay. quotas. Yes. Okay, Mr. Andipas, there.
Hello, President. Ioannis Antipas from Protothema in Athens, Greece. Given the latest developments on the Aegean Sea, both with the Turkish vessel ramming a Greek one, which was co-financed with European funds and was performing border patrols in the Imia Islands, as well as the constant harassments to Cyprus gas explorations, other than verbal calls for good neighborly relations, are you planning on taking any measures or apply any pressure to Turkey? Thank you. I'm strictly against behavior of Turkey. I believe this concludes our press conference. Yeah. So I will, comme Jean Quatremer m'insulte chaque fois qu'il prend la plume, c'est-à-dire trop souvent, que je ne suis jamais en salle de presse, je voulais vous dire que je reviendrai. Très bien. Et lorsque je suis là, il n'est jamais là. Non, 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 non. J'ai essayé de te joindre hier, tu étais toujours en ligne, intriguant avec tous les autres. J'étais deux fois, j'étais 10 fois ici. Il n'était pas là. Et j'ai donné 130 conférences de presse. J'ai donné 60 conférences de presse, press points. Tu n'étais jamais là. Nous avons que cet après-midi encore. Vive la libération. OK. Thank you, President. Allez, Alexander, ciao. Can you please come up? Thank you. Commissioner. Geben wir noch eine halbe Minute, um sich zu setzen. Ladies and gentlemen, chers collègues, let us get back to our seats and let's come to the Commission's communication on the future EU budget. Let's just give 30 seconds more for the colleagues to silently depart. All right, Commissioner, you have the floor. Sehr geehrte Damen und Herren, die Debatte über die Zukunft Europas hat ein Kapitel, das sich mit den Finanzen Europas im nächsten Jahrzehnt befasst. Wir sind im Zuge der Vorbereitung des nächsten mehrjährigen Haushaltsrahmens der Europäischen Union, einer EU 27, dankbar, dass der informelle Europäische Rat der 27 Staats- und Regierungschefs sich am 23. Februar genau mit diesem Kapitel der Finanzierung der Zukunft Europas beschäftigen wird. Und dies haben wir heute intensiv vorbereitet und wir senden einige klare Botschaften an unsere Staats- und Regierungschefs aus. Die erste Botschaft: Warum sollen sich die Regierungschefs jetzt mit dem Haushaltsrahmen für das nächste Jahrzehnt beschäftigen? Zum Ersten, weil wir vom Gesetzgeber gehalten sind, unseren Vorschlag jetzt zu machen. Und zum Zweiten, weil beim letzten Mal die Entscheidung zu spät gekommen ist. Es war die Barroso-Kommission, die im Juni 2011 diese 7 Jahre des Haushalts vorgelegt hat. Und erst im Dezember 2013 wurden wir fertig. Mit der Folge, dass 2014 und Anfang 2015 eine völlig verlorene Zeit gewesen ist. Die Landwirte wussten nicht Bescheid. Die Kohäsionspolitik hat noch nicht begonnen. Unsere europäischen Forscher waren verunsichert. Wir hatten keine Klarheit geschaffen, was wir mit europäischem Geld finanzieren wollen und wofür die Europäische Union ihre Schwerpunkte setzen will. Deswegen ist unsere erste Botschaft an die Staats- und Regierungschefs: Lassen Sie uns die europäischen Finanzen zu einem Schwerpunkt erklären, einem Schwerpunkt im Rat, im Parlament und im Europäischen Rat. Das Parlament hat mir gegenüber die Zusage gemacht, dass von Mai an bis zum Beginn des Wahlkampfes, das heißt April nächsten Jahres,
der MFF ein Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit in verschiedenen Ausschüssen und namentlich im Haushaltsausschuss werden wird. Diese Priorität machen wir auch den Mitgliedstaaten deutlich. Ich bin jetzt in 16 Ländern gewesen. Und wenn wir von den Regierungschefs ebenfalls diese Zusage bekommen, dann ist unsere Haushaltsberatung auf gutem Wege. Wenn wir erst nach der europäischen Wahl beginnen würden, dann kämen wir wiederum zu spät. Unsere Forscher erwarten Klarheit, ob die Joint Undertakings, ob die Important Projects of Common European Interest, die wir haben, sich fortsetzen und ob neue Projekte, Artificial Intelligence, High Performance Computing, eine Chance haben, im globalen Wettbewerb in Europa eine Finanzierung zu erhalten. Unsere junge Generation mit Klarheit, ob Erasmus Plus fortgesetzt wird oder gar ausgebaut wird. Connecting Europe, je früher wir Klarheit haben, ob wir Gaspipelines, Interkonnektoren, LNG-Terminals, Stromnetze für die Integration erneuerbarer Energien europäisch und grenzüberschreitend Kofinanzierungen geben können, desto besser. Der junge Landwirt, der überlegt, ob er den Bauernhof fortführen soll, der für neue Stallungen oder eine neue Landmaschine einen Kredit seiner Raiffeisenbank braucht, bekommt dieses Geld nur, wenn er eine Bonität hat. Und die hängt entscheidend von der flächenhaften Förderung aus dem europäischen Haushalt ab. Je früher die entschieden wird, desto besser für die Bonität und für die Perspektive der jungen Generation im ländlichen Raum. In Litauen spielt der Abbau des größten, alten, unsicheren, stillgelegten Kernkraftwerkes eine entscheidende Rolle in der nationalen Politik. Das können unsere Freunde in Litauen nicht alleine finanzieren. Wir müssen unsere Förderpartnerschaft ins nächste Jahrzehnt fortsetzen. Je früher, desto besser, dass dieses alte Kernkraftwerk, dass diese Altlast abgebaut und sicher entsorgt werden kann. Wir haben mit unserer heutigen Kommunikation einen Katalog vorgelegt, entlang von verschiedenen Bereichen, in denen Europa einen Mehrwert abbilden kann. Einen Katalog von Produkten und Leistungen. Man könnte auch sagen, eine Speisekarte. Und das müssen die Regierungschefs bestellen. Sie müssen entscheiden, ob Sie den Mehrwert, den Europa bieten kann, abrufen wollen und wenn Sie ihn abrufen wollen, ob Sie ihn auch finanzieren wollen. Ich sage Beispiele. Wenn wir den europäischen Außengrenzschutz ernst nehmen und ich höre aus allen Mitgliedstaaten Stimmen, die sagen, wir brauchen eine vollständige Kontrolle unserer Außenhülle. Wir sollten jeden und jede, der uns kommen will, registrieren. Nach seinen Rechtsgründen fragen. Ist es Asyl, Bürgerkrieg, Familiennachzug oder der Weg in den Arbeitsmarkt? Und dies dann rechtsstaatlich bewerten und dann die Menschen integrieren und die, die keinen Rechtsgrund haben, zurückführen. Wenn wir aber diese Außenhülle komplett kontrollieren wollen, wir schaffen unsere griechischen Freunde, wir schaffen unsere bulgarischen Freunde, wir schaffen unsere italienischen Freunde alleine nicht. Auch Malta, Zypern und Spanien haben hier eine herausragende Aufgabe im Interesse aller europäischer Mitgliedstaaten. Denn wenn wir ohne Kontrolle eine nächste Flüchtlingsaufgabe hätten, und die ist absehbar, dann kommen die Menschen in Österreich, in Deutschland, in Dänemark, in Schweden, in anderen zentral- und nordeuropäischen Ländern an. Wenn wir aber Grenzschutz konsequent durchführen wollen, brauchen wir Mittel oder brauchen wir Stellen im europäischen Haushaltsrahmen. Wir haben verschiedene Funktionen und Optionen in unserer Kommunikation aufgezeigt. Wir sind dabei, unseren Haushaltsrahmen zu modernisieren, unsere Regeln zu vereinfachen, eine Reihe von Programmen zusammenzuführen. Und mein Ehrgeiz besteht darin, auch dies zeigen wir für nächste Woche auf,
dass wir nur Projekte finanzieren, nur Programme auflegen, nur Geld investieren, wenn ein Mehrwert nachgewiesen werden kann. Wenn also die Investition auf europäischer Ebene effizienter, kostengünstiger, im Interesse der europäischen Steuerzahler ist. Kein Investment ohne Mehrwert. Aber umgekehrt, wenn wir den Mehrwert darlegen, dann wollen wir die Mitgliedstaaten auch aufrufen, uns das Geld zu geben in ihrem Interesse, um den Mehrwert entsprechend zu realisieren. Wir wollen aufzeigen, dass die Nettozahlerdebatte zunehmend sinnentleert ist. Die Frage, was bekomme ich zurück, die kann man vielleicht bei Kohäsion noch in Euro und Cent abbilden. Vielleicht im Bereich der Landwirtschaft abbilden. Das waren die beiden traditionellen Programme. Aber bei vielen neuen Programmen, die wir haben, Forschung oder Connecting Europe Facility, grenzüberschreitender Schienenwege, Straßenbau, digitale Infrastrukturen, Energieinfrastrukturen oder beim Grenzschutz oder bei der Entwicklungshilfe oder unserem Programm, um 1 Million Menschen in der Türkei Menschenwürde zu geben, das Abkommen Türkei-EU. Bei all den Themen ist die Nettozahlerbetrachtung sinnentleert. Man könnte auch sagen, Blödsinn. Natürlich kommt von Entwicklungshilfe direkt nichts zurück, aber es ist A, unsere Aufgabe, den Menschen in unserer Nachbarschaft in Nordafrika Menschenwürde zu geben und damit vielleicht Fluchtgründe zu vermindern und damit Flüchtlingsaufgaben bei uns im nächsten Jahrzehnt ebenfalls verringern zu können. Oder im Forschungsbereich, wenn eine Firma wie Siemens oder Bosch ein Entwicklungscenter in Budapest hat oder in Bukarest produziert und an einem Joint Undertaking teilnimmt für Robotik, für Artificial Intelligence, für Autonomous Driving. Und wir finanzieren, und das Geld kommt aus den Mitgliedstaaten, geht denn das Geld an den Sitz von Siemens oder Bosch in München oder Stuttgart zurück? Oder schreibt man es Budapest oder Bukarest zugute? In gemeinsamen Forschungsprojekten kann man nicht trennscharf in die 27 Mitgliedstaaten das Geld zurückrechnen. Und deswegen mit all diesen neuen Programmen werden wir erleben, dass die Nettozahlerdebatte ihren Sinn verloren hat und auch nicht im Mittelpunkt der nationalen Debatte in der Politik bleiben darf. Wir stellen dar, dass wir unsere zwei Lücken schließen müssen. Denn die einzige Ebene, die keine Schulden machen darf und keine Steuern erheben oder erhöhen darf, ist die europäische Ebene. Die Brexit-Lücke mit 12 bis 14 Milliarden strukturell im nächsten Jahrzehnt pro Jahr und die neuen Aufgaben, die wir sinnvollerweise europäisch wahrnehmen. Verteidigungsforschung, Verteidigung, Grenzschutz, Migration, Entwicklungshilfe, Kampf gegen Terrorismus, Großforschungsprojekte und anderes mehr. Man braucht normalerweise in der Demokratie eine Mehrheit. Wir brauchen für viele Gesetze im europäischen Rahmen eine Mehrheit im Rat und eine im Europäischen Parlament. Der Haushaltsrahmen, den wir für 7 Jahre anlegen, bedarf der Einstimmigkeit. Wir brauchen 27 Regierungen. Wir brauchen 27 Finanzminister. Wir brauchen 27 Minister im Allgemeinen Rat. Und wir brauchen alle Parlamente, die hinter ihnen stehen. Demokratie auf europäischer Ebene ist nicht so einfach. Vor allem, wenn es um das Geld geht. Und deswegen ist unsere Bitte, gerade auch an die Regierungschefs, lassen Sie uns mit Flexibilität in die Beratungen gehen. Wenn jede und jeder seine Position festlegt und maximiert und nicht entgegenkommen zeigt, wenn er nach Brüssel fliegt, dann geht es schief. Wenn wir keinen Haushaltsrahmen hinbekommen, die Gewinner hießen Putin, Erdogan und Trump. Wir sollten aufzeigen,
gerade an diesem schwierigen Beispiel des nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmens, dass Europa handlungsfähig ist. Good Governance kann sich daran beweisen. Wir sollten den anspruchsvollen Prozess von Bratislava und Rom mit Leben füllen. Ein Haushalt für 7 Jahre, der unseren Erwartungen und Aufgaben genügt, wäre dafür ein exzellentes Beispiel. Es wurde gefragt, wie wir es mit der Konditionalität und der Rule of Law halten. Wir bereiten dazu entsprechende Gesetzgebungstexte, die unseren Regeln genügen würden, vor. Damit erst die Kommission, meine Kolleginnen und Kollegen, und dann die anderen Gremien darüber beraten können. Das Ganze ist ein ergebnisoffenes Vorgehen, bei dem wir natürlich auch sehen, wer die Rule of Law durch nationale Gesetzgebung und Regierung tangiert oder gar verletzt sieht, kann indirekt auch die Einwohner und Bürger, die Landwirte oder die junge Generation bestrafen, was wir nicht wollen. Wir wollen 2 große Kollisionen vermeiden, auf die wir ebenfalls in unserer Kommunikation hinweisen. Verheerend wäre es, wenn man Kohäsion gegen Migration ausspielt. Wenn man Migrationsaufgaben durch zu starke Kürzungen im Kohäsionsbereich finanziert. Genauso schlecht wäre es, wenn man Landwirtschaft und Sicherheit und Verteidigung gegeneinander ausspielt und Verteidigung oder Verteidigungsforschung durch zu starke Kürzungen im ländlichen Raum finanziert. Deswegen brauchen wir einen ausbalancierten Vorschlag. Aber eines machen wir den Regierungschefs auch klar. Wenn sie von uns Dienstleistungen und Produkte bestellen, dann brauchen wir das Geld dafür. Und da der Brexit ein Game Changer ist und da im Vergleich zu 2012, 2013 die Bekämpfung des Terrorismus oder der Grenzschutz, die Migrationsaufgabe, die Instabilität unserer europäischen Nachbarschaft im südlichen Mittelmeerraum, im Middle East, in Osteuropa, uns ganz neue Aufgaben und damit Ausgaben abverlangt, die vor 7 Jahren nicht erkennbar gewesen sind, werden wir mit einer Einnahme, die sich auf 1,0% des europäischen Bruttonationaleinkommens beschränkt, nicht hinkommen. 1,0 hieße die Quadratur des Kreises. Mit 1,0 würden wir entweder Kohäsion und Landwirtschaft starke Schäden zufügen oder würden wir neue Aufgaben nicht bewältigen. Wer beides will, muss zu einer maßvollen Erhöhung der Einnahmen und der Einzahlungen damit aus den Mitgliedstaaten und gegebenenfalls zu gewissen neuen Eigenmitteln bereit sein. Zu all dem ist der Europäische Rat, der informelle Rat der 27 am nächsten Freitag die Ouvertüre, der Startschuss. Mit unserer Bereitschaft, umfassend alle Zahlen und Fakten offenzulegen, auch entsprechende Erwartungen entgegenzunehmen, um dann mit unserem Vorschlag am 2. Mai, auch den Termin haben wir jetzt so konkretisiert, am 2. Mai im Kolleg die Beratungen abzuschließen und Ihnen am 2. Mai durch meinen Präsidenten den Haushaltsrahmen für die künftigen 7 Jahre nach 2020 vorzustellen. Alles in der Hoffnung, dass dann Rat und Parlament dies zu einem Schwerpunkt, zu dem Schwerpunkt ihrer Arbeit in Sommer, Herbst und Winter bis längstens Ostern nächsten Jahres erklären und wir damit bei den Haushaltsfragen Klarheit schaffen im Interesse von Forschern, Landwirten, Regionen, Bürgermeistern, aller Beteiligter nach Möglichkeit vor der nächsten europäischen Wahl. All dem dient unsere Kommunikation. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kommissar. Jetzt, sorry, now we are switching to your questions.
Zoltan was first, and then I'll take the others as they come along. Zoltan, you start. Thank you. Commissioner Oettinger, I'm here. Zoltan Gyevai Brooks for Hungary. I think so that, yes, you said that before, some weeks ago, you said that there are two circumstances you would like to know, better informed, before proposing the next MFF. And you know these two circumstances were the Brexit, the financial circumstances of the Brexit, and the second one is the future of Europe. Would it would entail when it comes to the different defenses of the European Union expenditures. So I think so my question is whether, do you think so that today we have already the enough information, sufficient information about the future of EU, where the European Union does go, and on the financial results or financial consequences of the Brexit, that you will be able to already to advance your proposal on the 2nd of May. The second question is about the rule of law, the link between the rule of law and the payments. Some days ago, you were in Budapest and you faced a stringent opposition by the Eastern Bloc, let's call them Eastern Bloc, when it comes to a kind of creating linkage between the rule of law and European Union payments. My question is that given this opposition, the Commission would nevertheless go ahead with a proposal which would create this link between the payments and the rule of law. Thank you very much. Zu Ihrer zweiten Frage bitte ich um Geduld bis zum 2. Mai, weil zum einen ich derzeit noch in einem engen Gesprächskontakt mit weiteren Mitgliedstaaten, mit weiteren 11 Regierungen und Parlamenten bin. Zum zweiten, weil die Debatte in der Kommission dazu noch aussteht und wir dafür erst einen Textvorschlag brauchen und eine Rechtsgrundlage, die das Ganze tragen könnte, brauchen. Und zum Dritten, im März wird das Europäische Parlament zwei wichtige Berichte beraten und verabschieden. Einer zum MFF, ein zweiter zum Thema Own Resources. Und ich bin mit dem Parlament in engstem Kontakt, war vor wenigen Tagen im Haushaltsausschuss, gehe durch alle Fraktionen. Und mir ist die Position des Parlaments, die wir Mitte März erhalten werden, sehr wichtig, um dann danach unseren Haushaltsrahmen und die 7 Jahre abschließend zu beraten und Ihnen, und dies kann ich zusagen, am 2. Mai mit allen Antworten auf all Ihre und auf andere Fragen vorzulegen. Okay, I had Tom and then I had Simon. Wenn Sie sagen, Sie wollen nur Sachen finanzieren hier vorne, die einen europäischen Mehrwert haben. Erstens mal, bezieht das nur auf die neuen Aufgaben, die Sie da vorschlagen wollen? Und wie stellen Sie das fest und vor allen Dingen, wer stellt das fest? Wir sind dabei, gewisse Definitionen, was den Mehrwert heißt, entlang von unseren Programmen zu erarbeiten. Dies bezieht sich auf neue Aufgaben, aber auch auf alle Aufgaben. Auch auf Kohäsion und auch auf die Agrarpolitik. Deswegen der Spending Review, also die Überprüfung von Investment und Nutzen und Ertrag und Bürokratie und Kosten, dafür die richtige Vorgehensweise ist. Und klar ist, wir sind auch selbstkritisch. Wenn sich etwas nicht bewährt hat, dann können Sie von uns erwarten, dass wir modernisieren oder auch Ausgaben streichen. Es werden längst nicht alle Programme, die wir bisher haben, sich im nächsten Haushaltsrahmen wiederfinden. Jeder ist für seine Entscheidung verantwortlich. Wir sind verantwortlich für den Kommissionsvorschlag. Ohne den gibt es keine Beratungen. Aber für das Ergebnis sind dann zuallererst der Rat und das Parlament verantwortlich. Und für deren Kontrolle sind Sie verantwortlich. Okay, Simon, and then I come to you. Simon Taylor, just a question, Commissioner, about the UK and the next MFF. The length of the transition, sorry to ask a Brexit-related question, but it is relevant to the next MFF. The length of the transition period from the EU side has been proposed as
December 2020 to avoid the UK being involved in the MFF. But surely if the transition period were longer and meant the UK being covered by the next MFF, it would be relatively simple to calculate what the UK might have to contribute. Do you think that would be relatively easy to do on a monthly or annual pro rata basis, for example? I'm sure your staff, it's not beyond the inventiveness of your staff to come up with a workable formula. Der Schifferhandel ist mittelbar nie, das wissen Sie, und wir arbeiten ihm zu und sehen dabei vier verschiedene Perioden. Die erste Periode geht bis zum Austritt. Die zweite geht bis Ende 2020. Die dritte geht für N+3, für die Umsetzung von Commitments in Payments. Und die vierte ist die finanzielle Beziehung dauerhaft danach. In aller Kürze, wir werden Ihnen im Mai auch den Haushaltsentwurf für 2019 vorlegen. Da haben wir einen Haushaltsentwurf, der hybrid ist, bis Ende März mit Mitgliedschaft, danach ohne Mitgliedschaft, aber Übergangszeit und der Zusage im Prinzip zu Verpflichtungen zu stehen. Dann kommt 2020 der Haushaltsentwurf, ohne Mitgliedschaft, aber innerhalb der Transition Phase. Dann kommt N+3, nur ein Beispiel. Unterstellt, wir genehmigen heute für eine Schienenstrecke Nord-Süd-West-Ost quer durch Europa aus Connecting Europe Finanzierungsmittel. Dann wird die Strecke konkret geplant, die Strecken- und Trassenführung festgelegt, dann wird ausgeschrieben, dann wird gebaut, dann kommt die Sache in Betrieb und es wird abgerechnet. Da können leicht Jahre ins Land gehen. Da aber das Commitment jetzt gegeben worden ist von 28 Auftraggebern, müssen auch alle 28 Auftraggeber bei den Payments die Rechnung anteilig und fair begleichen. Das gilt für Infrastrukturen und Projekte, die in UK getätigt werden. Umgekehrt genauso. Und für die vierte Phase, das hängt von der Frage ab, wie stark unsere britischen Freunde über unseren Haushalt an Projekten beteiligt bleiben wollen. Zum Beispiel im Forschungssektor. Ich höre von Oxford und Cambridge und London, dass die dortigen Wissenschaftler sehr gerne an Horizon im nächsten Jahrzehnt teilnehmen würden, wie es die ETH Zürich oder die Uni Basel, die Schweiz also generell, tut. Es wäre auch denkbar, dass beim Entwicklungshilfefonds, den wir im nächsten Jahrzehnt auflegen, um Menschen in Afrika und anderen Weltregionen Menschenwürde zu geben, die Briten vielleicht mitmachen. Ich fände es vorzugswürdig, wenn Europa einen Auftritt in Mali, Niger, Ruanda, Burundi, Ägypten hätte. Das sind dann die Kooperationen oder innere Sicherheit. Es spreche viel dafür, dass wir in Sachen innere Sicherheit oder Cybersecurity auch in Zukunft zusammenarbeiten. Aber all dies hängt von den Verhandlungen ab. Da sind die britischen Freunde eingeladen, zu sagen, wo sie die Kooperation, die dann auch einen finanziellen Hintergrund braucht, dauerhaft und weit nach dem Austritt, weit nach der Übergangsphase beantragen wollen und wie wir zu einem Win-Win-Effekt kommen können. Okay, then we had one question here, and then we come to Paddy, and then we move to the left. Mehreen Khan from the Financial Times. You've laid out lots of the tough choices that the governments will have to make on cuts, including in cohesion funding and agriculture. Can I just ask why, skimming through the document, there's no scenario of the calculations of what it would mean to cut any of the EU's own administrative budget? Is there no scenario in which you will countenance trimming your own spending in a way to help in the next MFF? Wir haben jetzt ja vor wenigen Wochen erst erhebliche Kürzungen beendet, indem wir in den letzten 5 Jahren jährlich unseren Stellenplan der Kommission um je 1%, das heißt in toto um 5%
gekürzt haben. Andere Institutionen haben dies auch getan oder vollenden die Aufgabe hoffentlich in diesem Jahr. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch als der, der für Haushalts- und Personalfragen hier im Hause mitverantwortlich ist, weitere Kürzungen würden die Aufgabenwahrnehmung gefährden. Wir verhandeln mehr Handelsabkommen als jemals zuvor mit verschiedensten Regionen der Welt. Meine Kollegin Malmström braucht mehr Fachleute und nicht weniger. Deswegen ist meine Bitte, ich sage dies genauso selbstbewusst auch an die, die glauben, in Heading 5 können weiter kürzen. Mit mir wird es keine Kürzungen auf dem Weg zum nächsten MFF in den Jahren 2020, 2021, 2022 geben, weil unsere Mitarbeiter derzeit an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen sind. Okay, Paddy. Paddy Smith, Irish Times. You spoke about how the 1% of GDP is clearly not enough for the next MFF. Can you give us some idea of the level of your ambition for a figure for next year? Is it 1.1, 1.2? Is there a figure in mind from the Commission? Wir haben Ihnen ja in der Kommunikation aufgezeigt, wie wir im Lauf der Jahrzehnte bei den Einnahmen uns entwickelt haben. Die Einnahmen in früheren Multi-Annual Financial Frameworks waren nennenswert höher, waren deutlich über 1,0 und waren nie so niedrig wie in den Jahren 2014 bis 2020. 1,0 ist derzeit der Level für unsere Einnahmen. Und mit Brexit und den großen neuen Aufgaben, ich habe die meisten erwähnt, wird 1,0 für eine seriöse Finanzierung nicht ganz ausreichend sein. Und deswegen arbeiten wir zurzeit mit der Formel 1,1x. Weil es noch einige offene Fragen gibt. Ich sage ein Beispiel. Am 6. Dezember haben wir Ihnen das Paket vorgestellt, um die Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden. Mit einem Instrument, das sich auf den ESM in Luxemburg bezieht, und drei Instrumenten, die sich auf unseren Haushaltsrahmen beziehen. Diese Finanzfazilität, um im Einzelfall einem Mitgliedstaat bei asymmetrischen Schocks zu helfen. Die andere Fazilität, die künftigen Eurozone-Mitgliedern den Weg dorthin kofinanzieren will, durch finanzielle Förderung und durch Beratungsdienstleistungen. Eine dritte, die besondere Reformbereitschaft unterstützen könnte. Ob die drei Programme jährlich einen gleich hohen Betrag benötigen, ob dann die drei Programme gemeinsam bei 3 oder bei 8 Milliarden liegen, werden wir erst in wenigen Wochen entscheiden. Da erwarten wir auch einen klaren Rat aus dem Kreis der Eurozone-Finanzminister. Erst wenn dies feststeht, können wir es entsprechend identifizieren und damit auch festlegen, wie hoch wird X sein. Dasselbe gilt für die Frage, ob man den Entwicklungshilfefonds reinnehmen soll oder draußen lassen soll. Ich würde ihn gerne reinnehmen, um damit dem Königsrecht des Parlaments hier mitzuentscheiden, gerecht zu werden. Aber es heißt, dass dadurch die Gesamteinnahmen um 0,03% steigen müssten. Auch die Frage ist noch offen. Aber lassen Sie mich eine generelle Botschaft sagen, die, glaube ich, unsere Bürger am besten verstehen. Von 100 Euro, die ein Bürger, egal ob in Sofia oder in Berlin, egal ob in Lissabon oder in Paris, egal ob in Helsinki oder in Athen, verdient durch Händearbeit, durch Kopfarbeit oder durch Vermögensanlage. Von 100 Euro nehmen wir ihm in Europa 50 Euro ab, über Steuern, über Abgaben, über Gebühren, über Beiträge. Das ist die europäische Staatsquote. In einigen Ländern eher bei 40, in anderen bei deutlich über 50 Euro. Im Schnitt 50 Euro. Und von den 50 Euro, die ein Bürger in Europa an den Fiskus, an die öffentliche Hand abgeben muss,
kommt 1 Euro in unseren Haushalt nach Brüssel, bleiben 49 Euro in London, Berlin, Rom, Stuttgart, den ländlichen Räumen, den kleinen Dörfern, den Steillagen und den Sozialsystemen. Das heißt, meine Bitte ist, wenn irgendjemand sagt, wir würden hier in diesem Moloch Brüssel zu viel Geld bekommen, einer von 50 kommt zu uns, 49 bleiben draußen. Vielleicht kommen in Zukunft 10 oder 20 Cent mehr zu uns, 1,1x. Aber es bleiben dann trotzdem 48,8 oder 48,9 Euro in London, in Paris, in Stuttgart, im ländlichen Raum, in Steillagen und bei Sozialsystemen. Das zeigt die relativ geringe Dimension, den relativ überschaubaren Streitwert, den wir jetzt dem Europäischen Rat nächste Woche vorlegen. One question here, then I have two there, and I think at some stage you will have to go and join the Prime Minister Plenković upstairs. So, one. Re für die italienische Tageszeitung AB. Ich bin da, Herr Kommissar. Ich hätte eine Frage, so eine allgemeine Frage. Sie haben ausführlich erklärt, wieso man mehr als diese 1% braucht. Ja, und das ist uns klar. Aber wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie die Botschaft wirklich überbringen können bei den Ländern, die sich strikt dagegen weigern, dass sie ihre Beiträge erhöhen? Sprich Österreich, war dann gerade in Wien. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie Kanzler Kurz wirklich überreden konnten. Wie denken Sie, dass Sie diese Länder überreden können, da bekanntlich das Budget einstimmig beschlossen werden muss? Danke. Für meine österreichischen Freunde ist deren Position die Ausgangsposition. Das halte ich für sehr wohl akzeptabel. Aber ich war kaum in Brüssel zurück, dann habe ich vom Bauernbund Österreichs gehört, keine Kürzungen. Habe ich von Frau Köstinger gehört, keine Kürzungen. Also Kap ist wohl sakrosankt. Das sind dann immerhin ein Drittel unserer Ausgaben. Bei mir waren jetzt 5 ihrer Landeshauptleute, 5 von 9. Ich bin im Oktober im Burgenland bei allen 9 Landeshauptleuten. Die sagen, keine Kürzung bei Kohäsion. Dann haben wir für 2 Drittel unserer Ausgaben keine Kürzungen vorzunehmen. Und umgekehrt, ich weiß, dass Österreich im Forschungsbereich stark ist, dass Österreich eine mobile junge Generation hat, dass Österreich Connecting Europe, gerade West-Ost entlang der Donau, entsprechende Infrastrukturen haben will, dass Österreich Vorbeitrittshilfen für den Westbalkan haben will, weil man ja Serbien möglichst bald in die Europäische Union bringen möchte. Und dass Österreich zu Recht Grenzschutz an der europäischen Außengrenze und Migrationsförderung fördert. Und wie gesagt, hexen kann ich nicht. Die Quadratur des Kreises gelingt uns in Brüssel nicht. Und mit den Argumenten bin ich zuversichtlich, dass die Ausgangsposition nicht die Schlussposition ist. Übrigens bei keinem. Nicht bei der Regierung in Wien, in Berlin, in Paris, in Sofia, nicht bei der Kommission und nicht beim Parlament. Wenn alle flexibel bleiben, klappt's. Wenn jeder mitkommt und sagt, ich bin unbeweglich, wird Europa handlungsunfähig. Und das glaube ich nicht, dass es irgendjemand will. Two more. In the back, in the very back. No. Behind you and behind you. And then Thank you. Have to leave it there. Anna Sojewska, Polish Daily Rzeczpospolita. Excuse me, Commissioner, but I'm a bit lost in your explanations on the link between rule of law and the budget. You said you started the works on the drafting of the legislation on this conditionality. So my question is, where do you expect these works to be concluded? And the general question, the fact that you started this drafting, does it mean that you will propose it, or you do it just in case, just to have it ready in case you will you will come to the conclusion that there is a political need for this? So, are you going to propose this conditionality in May or not? Derzeit höre ich mir die Erwartungen der Mitgliedstaaten an. Ich bin in Kürze auch in Warschau bei Ihrer Regierung und Ihrem Parlament. Im März erwarten wir die beiden Berichte des Europäischen Parlaments und hoffentlich auch dazu eine gewisse Aussage.
Parallel arbeiten wir gemeinsam mit dem Legal Service der Kommission mögliche Textvorschläge ergebnisoffen vor, die dann zu einer erneuten Generaldebatte in der Kommission führen und die dann gegebenenfalls in den Vorschlag, in das Paket am 2. Mai einmünden. Das heißt, zu all den Fragen haben Sie unter Einbeziehung der genannten anderen Partner, die ich bewusst hören und lesen und deren Position wissen will, haben Sie Klarheit am 2. Mai. Und dann ist die Frage im Parlament und im Rat. Last question. No, behind, sorry, behind you, who's first? Yes. Merci. Monsieur le Commissaire, deux petites questions. Vous parlez du 2 mai, mais dans les points prévus, il est même dit earlier or even earlier to be confirmed. Est-ce qu'il est possible que la Commission vienne plus tôt avec une proposition sur le prochain cadre financier pluriannuel? Et pour ce qui est des chiffres annoncés dans la communication, est-ce que ces chiffres sont au prix 2018 ou au prix courant? Est-ce que les 370 milliards que vous annoncez, est-ce que ce seront encore 370 milliards en 2021? Voilà, je vous remercie. Wir haben Ihnen ja verschiedene Statistiken vorgestellt. Gerne können wir Ihnen den Hintergrund, beziehen Sie sich auf den ganzen MFF, auf 7 Jahre oder auf ein Jahr oder auf 2020 in Relation zu dem nächsten Jahrzehnt, nachher noch vertieft darlegen. Die Zahlen sind meistens auch Teil unserer Mitteilung im Reflection Paper gewesen. Und wie gesagt, ich bin gern bereit, auf einzelne Folien und entsprechende Zahlenreihen über meine Fachleute getrennt einzugehen. Und zweitens, der 2. Mai ist derzeit der Termin, an dem das Kolleg abschließend beraten und dann den Haushaltsrahmen entscheiden wird. Und die Zeit brauchen wir auch, denn wenn Sie sehen, dass das Parlament erst Mitte März seine beiden Berichte vorstellt und ich mit Respekt vor den beiden Berichten die dann auch noch prüfen und einarbeiten will, dann ist die Zeit von 15.03. bis Ende April eine sehr kurze Zeit. Commissioner, many thanks. Let me just remind you that you have fact sheets that will complement everything the Commissioner has said. And secondly, for those who have further questions, we will be here for you to answer them in a few moments. So please stay here and join us.